Jo Jungs, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich war jetzt 7 Tage krank und konnte deswegen nicht streamen und oder zocken. Und deswegen gibt es jetzt eine Schnellzusammenfassung, vor allem was vor meiner Krankheit passiert ist und was ich während der Krankheit gemacht habe, denn das war jede Menge. Zuallererst habe ich Details gebaut und danach musste erstmal direkt vom Ember Palace was abgerissen werden. Einfach aus dem Grund, dass die Wand zu weit vorne gebaut war. Wir mussten sie im Prinzip 4 Blöcke weiter nach hinten verschieben. Und das hat natürlich super viel Spaß gemacht, wenn man drüber nachdenkt, dass ich das hätte auch von Anfang an so machen können, aber es halt ein kompletter Konstruktionsfehler meinerseits war. Als die Wand dann nach hinten geschoben war, habe ich weitergebaut mit Details. Es war ein unendliches Rad, was ich drehte. Zwischendrin habe ich dann noch Eisen geholt und das Eisen aus der Eisenfarm zum Ember Palace gebracht. Aber das war nicht das Einzige, denn ich habe dann noch die Baumfarm repariert, da die Baumfarm essentiell wichtig ist, um den Ember Palace halt zukünftig weiterzubauen. Und tada, schon hat alles wieder funktioniert, zum Glück. Das Problem war trotzdem noch Knochenmehl. Und deswegen war ich bei der Blumenfarm und habe Knochenmehl in Schalkerkisten Massen geholt und sie der Baumfarm hinzugefügt, dass im Prinzip die Baumfarm sich das Knochenmehl einfach mit Trichtern rausziehen konnte. Ich habe dann nochmal mit Details angefangen, weil ich immer noch nicht fertig war. Das waren im Prinzip die Halterungen für die 2. Etage und die habe ich dann komplett durchgezogen am kompletten Ember Palace. Also Kakteen sind ordentlich zusammengekommen, denke ich mal, wa? Ja, nee, knapp 1,5 Doppelkisten. Bambus ist voll. Lol. Dieses System habe ich erweitert aus dem Grund, dass es zukünftig einfach weitere Bambusblöcke geben soll. Es soll Bambusblöcke gegeben. Und da habe ich gesagt, okay, wir können nicht genug Bambus haben. Ich mache jetzt das Lagersystem noch größer und in der Zeit, wo wir den Ember Palace bauen, werden diese Farmen ja sowieso betrieben und geladen. Bedeutet, es ist unfassbar gut, dieses System zu erweitern. Ja, dann habe ich noch die Details weitergebaut und im Prinzip die Grundebene für die 2. Etage gesetzt und dann bin ich fertig geworden mit der 1. Etage. Heftig, steht alles. Alle Details, alle wichtigen Haltfunktionen sind fertig. Sandstone steht, die Pfeiler stehen, die Wände stehen. Eigentlich ist jetzt der Punkt, wo wir sagen können, die 1. Etage ist fertig. Die Treppe und alles weitere gehört ja schon zur Etage 2. Fundament steht, Pfeiler stehen, 1. Wände stehen. Alles da, Digga. Aber als wäre das nicht genug, mussten wir im Schnelldurchlauf direkt noch mit dem Balkon anfangen. Mit dem bin ich aber nicht ganz fertig geworden und dann war ich erstmal weg. Wir haben jetzt das geschafft heute. Der Balkon oder der vordere Balkon steht so zu 5%, würde ich sagen. Da fehlt noch eine ganze Menge, aber wir sind vorangekommen und wir haben die ganzen Pfeiler heute fertig gemacht. Was ein sehr geiler Progress ist, finde ich. Wir sind heute gut weit vorangekommen, aber beim nächsten Mal wird krass. Ich bin am Folgetag dessen komplett krank geworden und war dann auch nur noch offline aktiv. Und habe mich daran gesetzt, die Pilzfarmen zu aktualisieren, denn die Pilzfarmen funktionieren nicht mehr. Sie sind kaputt in der 1.19 und deswegen habe ich mir ein neues System ausgedacht. Heute mal ohne Facecam, weil ich bin total krank seit 3 Tagen. Das wird auch nur einen kleinen Zwischeneinspieler. Also erstmal stand ich super viel AFK in den jeweiligen Baumfarmen. Also mit super viel meine ich wirklich super, super viel AFK. Irgendwie muss man ja die langweilige Zeit zu Hause nutzen, wenn man zu nichts anderes in der Lage ist. Auch hier, ich habe auch die halbautomatischen Farmen immer mitlaufen lassen. Da ist jetzt nicht so viel zusammengekommen, aber wenigstens etwas nebenher. Eigentlich könnte das ein ganzes alleinstehendes Video werden, aber ich will einfach nicht zu viel reden. Ich will meine Stimme noch nicht so krass belasten. Und zwar ist das Problem an dieser wunderschönen Farm hier, auch wenn ich alles schön designt habe, dass das Storage System nicht mehr funktioniert, denn der 1.19 doch viel zu groß ist. Und ebenfalls das Redstone hier immer kaputt geht. Ihr seht, es ist schon wieder kaputt gegangen, es kotzt mich an. Und dann habe ich mich mal rangesetzt und mal nach Alternativlösungen geguckt und habe mal auf der Welt, wo nur dieses System hier stand, ein bisschen rumgetüftelt. Das hier ist das System, was wir auf unserer Welt haben und das hier ist jetzt dabei rausgekommen. Es sind 2 unterschiedliche Storage Systems. Das eine ist für Pilzstämme und das andere ist für Pilzblöcke.
Und ich baue das jetzt im Prinzip einfach so um, dass ich auf unserer Welt sage, okay, ich reiß das große Storage System so gut wie möglich ab und baue einfach die dahin. Drauf geschissen, wie das Design dann aussieht, drauf geschissen, wie die ganze Farm dann aussieht, Hauptsache sie funktioniert. Achso, und der Abteil hier, also nur das Redstone und die Knochenmehlfarm, die funktioniert. Das synthetisiert auch zusammen, also es klappt auch alles zusammen. Nur halt das Storage-Block-Lager geht ständig kaputt, ist kaputt, funktioniert nicht. Und genau das ist das, was wir jetzt im Prinzip ändern. Und hier seht ihr dann, wie ich jetzt das komplette Redstone der alten Pilzfarm, des alten Storage-Systems komplett abgerissen habe. Und nochmal das Design so nur angepasst habe. Ich habe wirklich nicht viel gemacht, sondern es wirklich nur so gebaut, dass man es abschließen kann. Wirklich abschließen. Danach habe ich direkt mit dem Redstone des Neuen angefangen. Ist, finde ich, sogar gar nicht so schlecht geworden. Also es sieht nicht mal scheiße aus. Obwohl ich hier nicht mal auf Design oder so geachtet habe, sondern wirklich nur auf Funktion und... Wie ihr seht, hat das Ganze auch Schalker-Füller bekommen, was extrem cool ist. Einfach nochmal das Gesamte zusammengefasst, es ist echt geil geworden und es ist fertig. Ach so, und dieses kleine Teil, das sieht übrigens aus wie ein Penis. Aber nachdem ich damit fertig geworden bin, musste natürlich noch die Schalker-Kisten weg, der ganze Stuff, der da war, musste weg. Das Nether-Portal habe ich umgesetzt. Und was ganz interessant für euch ist, ich habe Echse verzaubert, 1,5 Doppelkisten voll mit Echsen, die top-enchanted sind. Und das hat natürlich im Levelherz hat es sehr, sehr doll wehgetan. Und dann ging es los, ich stand AFK und das nicht kurz, bestimmt jetzt über 12 Stunden, die ich so half AFK verbracht habe, immer wieder mit Pilze setzen, Pilzblöcke abbauen, Pilze setzen, Pilzblöcke abbauen, Pilze setzen, Pilzblöcke abbauen, hin und her und am Ende hatte ich auch einen ordentlichen Ertrag. Ebenfalls ist beim AFK-Stehen an den Baumfarmen einfach die Eisenfarm voll geworden und dann stand ich auch noch AFK, half AFK, um Schnee zu bekommen und habe den direkt zu Schneeblöcken umgecraftet. An den Baumfarmen stand ich dann auch noch mehr AFK, als ich euch ohnehin schon gezeigt habe. Bedeutet, wir haben unfassbar viel Stuff, aber wie das genau aussieht, werdet ihr im nächsten Video sehen. Jetzt seid ihr wieder up to date. Es wird geisteskrank, ich bin fleißig.